Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video, Julian. Tag. Und ich, der Micha. Ja, hallöchen. Theros jenseits des Todes ist da und natürlich spielen wir zum Release die Planeswalker Decks. Ich spiele Ashiok, Bildhauer der Angst. Ich spiele Elsbeth, todesmutiger Heldin. Ja, und natürlich gibt es zu diesem Video auch wieder eine Verlosung, sponsert bei Ultra Pro. Ja. Da könnt ihr nämlich gewinnen die passenden Elsbeth-Hüllen. Seht ihr gleich nochmal im Video, ne, entsprechend. Genau. Ihr nehmt an der Verlosung teil, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert. Ja, und jetzt wollen wir auch mal loslegen. Genau. Und sehen uns gleich im Duell. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, da sind wir im ersten Duell der Planeswalker-Decks. Wie gesagt, du spielst Elsbeth. Genau. Ich spiele Ashiok und wir würfeln erstmal, wer anfängt. Ja. Hoch, ne? Ja, genau. Okay. Neun. Neun ist zum Freuen. Das ist schon gut. Sechs. Ja, dann hebe ich doch mal ab bei dir. Da möchtest du bestimmt anfangen, ne? Sicher. Okay. Ich hebe dann auch noch mal ab hier. So. So, okay, so. Dann legen wir los. Ja, wir zocken ja hier auf den neuen Ultra Pro Artikeln und das muss ich sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fühlt sich schon sehr stylisch an. Ja. Es macht auch immer wieder Bock. Cool. Planeswalker Decks generell eine absolute Empfehlung für Neueinsteiger wie auch Gelegenheitsspieler oder auch zum Verschenken. Denn die Decks, wir machen ja praktisch ein How-to-Play-Video hier gerade für euch. Und es sind auch immer noch zwei Booster in den Decks. Also und bei Trader kriegt ihr die zum Kombi-Package nochmal günstiger. Also beide Decks im Set und da kann man eigentlich nichts falsch machen. So, ich halte. Du hältst. Ich muss noch ein bisschen gucken. Ich kenne mein Deck jetzt ja noch nicht so wirklich. Ja, auch nicht. Mhm. Aber ich halte das auch mal dass ich nachher noch irgendwie schlechter ziehe oder so. Das ist eigentlich brauchbar. Okay. Gut. Dann kommt bei mir eine Insel. Krass. Ja, ich spiele Schwarz-Blau. Ja. Und da bist du dran. Oh. Dann ziehe ich eine Karte. Mhm. Spiele eine Ebene, ja. Ein Land. Ja. Und gebe auch ab. Das freut mich doch, wenn das weiße Deck sich ein bisschen Zeit lässt. Ja, ich glaube auch nicht, dass es der blaue Magier toll. So, ich habe einen Sumpf dazu gelegt. Der blau-schwarze Magier. Der blau-schwarze Magier. Und dann gebe ich mal ab. Weil er Dämon. Ich bin jetzt counter-ready. Ich kann jetzt countern. Es wird alles weggecountert, was jetzt kommt bei dir. Okay. Ja. Dann spiele ich noch eine Ebene. Ich spiele am besten nichts mehr. Das ist sowieso nur gecountert. Okay. Dann gebe ich ab. Oh! Das ist ja ein Ding. Okay. Ja. Ja, das ist ja perfekt für mich. Ja, dann zack. Ja. Einfach weiter Länder ziehen. Das ist gut, um auch Länder legen zu können. Zack. So. Ja, ich bin eigentlich noch ganz entspannt hier. Bist du mal dran. Okay, dann ziehe ich eine Karte. Spiele noch eine Ebene. Mhm. Jetzt soll es aber losgehen, ne? Ja, dann spiele ich den Eidolon der Inspiration. Ja. Hast du den Counter? Nee, ne? Dann ist er 2-2 zu Beginn deines Kampfes in deinem Zug. Erhält eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, plus 2, plus 0 bis zum Ende des Zuges. Oh, also er selber kann sich auch plus 2, plus 0 geben, mhm. Ja? Dann wäre das ja praktisch ein 4-2er. Richtig. Aber der ist mir, glaube ich, zu schwach. Den möchte ich gar nicht countern. Ah, ja, okay. Dann vielleicht kann mein Deck auch gar nicht countern. Das ist ein Bluffer. Also, oh. Aber ich zahle mal 2. Ne? Und dann spreche ich mal spontan Zauber. Blick in die Freiheit. Ich ziehe mal eine Karte. Befreiung für 3, schicke 5 andere Karten aus der Füllung 6. Ich ziehe mal eine. Ne? Ich dachte erst, du wolltest den zerstören. Oder so. Ja, will ich den auch zerstören. Ich weiß nur noch nicht wie. Muss mal gucken. So, so. Ja, noch ein bisschen warten. Dann gehe ich mal in meinen Zug, ne? Ja, dann gehst du in meinen Zug. Zack. Vier hat er vorne. Okay, gut. Dann lege ich mal weiter Land. Und zwar kommen bei mir die unbekannten Ufer rein. Geben mir farbloses Mana oder für ein beliebiges Mana und die unbekannten Ufer tappen, erzeugen mir ein Mana einer beliebigen Farbe. Das heißt, ich hätte jetzt 4 Mana ready. Mhm. So, und wir schauen mal, was wir hier so. 4 Mana ist ja schon viel. Das stimmt. Da können wir schon einiges mit anstellen. Und das wollen wir auch vorstellen. Machen. Ja. Denn Erzähl mal hier. Ja, wir sprechen erstmal
Farikas Ausgeburt. Stärke 3, Widerstandskraft 4. Das heißt, aktuell würden sich beide töten. Befreiung für 6 Mana. Schicke 3 andere Karten aus deinem Friedhof ins Exil. Die Farikas Ausgeburt befreit sich mit 2+1+1 Marken auf ihr. Wenn sie auf diese Weise ins Spiel kommt, opfert jeder Gegner eine Nicht-Gorgo-Kreatur. Gorgos wirst du ja nicht spielen unterwegs. Ja, ne? Das okay. Stimmt. Gut, dann bist du dran. Dann tappe ich Sian Karte. Na, wer weiß, vielleicht spiele ich auch Gorgos. Dann spiele ich eine Ebene. Ja. Greife an. Oder ich beginne den Kampf und möchte ihm +2/+0 geben. Was haben wir dazu? Das macht ihr, ja. Und dann greife ich an. Genau, dann würden die ja so gesehen abtraden. Ich glaube ja, dass du noch einen Trick hast. Wer weiß, ne? Ja, aber eigentlich gefällt mir meine Hand auch gut genug. Ja. Also er ist jetzt 4-2, ne? Ich block mal. Okay. Dann kommt möchte ich hier Spontanzauber, oder das war kein Spontanzauber, sondern eine der unbeugsame Wille, das ist eine Verzauberung Aura, aufblitzen, verzaubert eine Kreatur, die verzauberte Kreatur hat +1/+2, hätte dann also vorne 5, hinten 4. Ja. Würde das übernehmen? Aber ist geblockt. Ist geblockt. Ja, alles klar. Genau. Dann geht meine Kreatur mal in den Friedhof. Richtig. Und so. Ich bin noch nicht fertig, ich gebe meine zweite Main. Und dann spiele ich die Chimäre des Tagesanbruchs. Ist 3-3 und kostet für beim Wirken x weniger, wobei x gleich Hingabe zu weiß ist. Und ich Hingabe zu weiß. Hingabe zu weiß heißt, wie viel weiße Mana hast du auf dem Tisch? Genau. Ne? Das wären jetzt in dem Fall 1, 2, 3 weniger. Sie selber zählt ja nicht dazu, weil das passiert, wenn man sie spricht. Ne? Und dann ist sie 3-3 fliegend. Richtig. Das ist gut. Dann bist du dran. Okay. Das legst du ja doch ganz gut was auf die Platte, ne? Das hat ganz schön gut gepasst hier so. Ne, die Verzauberung zu spielen, gibt mir ein weißes und dann. Das ist schon gut, ja. Ja, ja. Dann kommt bei mir mal. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug. Oh, das heißt, die Kreatur muss noch nicht mal angreifen. Das ist ja eine Gemeinheit. Dass sie selber nicht mal angreifen muss und der Effekt trotzdem kommt. Ja. Das finde ich gerade nicht so toll. Die ist sehr stark. Gut, dann muss ich erstmal, jetzt hast du ja einen Trick gespielt, ich glaube einen zweiten Trick wirst du ja sehr wahrscheinlich nicht haben. Ja, wer weiß. Wer weiß. Ja, kann natürlich sein, aber kann auch sein, dass nicht. Deswegen kommt bei mir für 4 erstmal, um das ein bisschen zu stoppen, eine Hirnbrecher-Harp hier. 3-2 fliegend. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug legt jeder Spieler die obersten 3 Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Dann bist du dran. Okay, dann tappe ich. Ist ja eine Karte. Spiele eine Ebene. Ja. Dann spiele ich mal für 5. Richtig drauf fahren, ja, ja. Indem ich Elsbeth, todesmutige Heldenspieler, ja. Kommt mit 5 Loyalitätsmarken ins Spiel, ja. Und sagt für +2, lege je eine 1+1 Marke auf bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl. Für -2, durchsuche deine Bibliothek und oder deinen Friedhof nach einer Karte namens Sonnenlicht Hoplit, genau, und bringe sie ins Spiel. Falls du auf diese Weise deine Bibliothek durchsuchst, mische sie danach. Und für -8, bis zum Ende des Zuges allen Kreaturen, die du kontrollierst, Flugfähigkeit und X und +X, wobei X gleich die Hingabe zu weiß ist. Das ist dann so die Kill-Option, ne? Und die ist bei -8, ne? Das heißt, ja. Da kommst du auch relativ fix hin. Und ich ne? habe schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hingabe. Die würden also +8, +8. Ja, das ist ganz toll. Puff, ich krieg ihn. Ja, das ist gut. Aber dann würde ich mal sagen, mache ich erstmal +2 ja. Und lege je eine 1+1 Marke auf 2 Rettung. So. Ja, das ist heftig. Und dann, von wegen weiß kommt nicht, weiß kommt mal direkt hier. Ja. Ja. Braucht ein bisschen, dann geht's richtig ab. Ja, okay. Dann gehe ich in meinen Kampf und möchte. Die ist jetzt gerade wie stark, die hat 4 vorne. Ja, 4, ist eigentlich egal. Ich gebe ihr mal plus, also der Chimäre
plus 2 plus 0. Mhm. Und dann greife ich an. Mit beiden. Mit beiden. Okay, dann sag mal, hier ist die Stärke jetzt. 4. 4. Und Widerstandskraft ist? Ist 5. 4, 5 Kreatur und hier fliegen? Die ist 6, 6, 4. 6, 4. Ja, muss ich blocken, ne? Kommt dann einfach zu viel Schaden durch. Muss ich den 6, 4er blocken? Okay, dann bekommst du noch 4 Schaden. Kommt noch 4 Schaden. Sonst wären es 10 Schaden gewesen. Gehe ich mal auf 16 runter. Ja, dann bist du. Okay, dann bin ich. Ja, das ist schon sehr heftig. Ja, noch 2 Züge hat sie ihre Ulti, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, kannst du ja sagen. So, bei mir kommt noch ein Sumpf dazu. So, 5 Mana habe ich. Jetzt hast du mir natürlich gut was weggeblockt. Auf 16 bist du, ne? Ja, ich bin auf 16. Ja. Das hört sich doch gut an. Mhm. So. Ja. Was tun wir? Ich bin einfach gemein. Mhm. Und stark. Ja. Ja, leider muss ich abgeben. Du musst abgeben? Ja, Blau spielt ein bisschen immer auch mit Sachen mit Spontanzaubergeschwindigkeit und so. Dann tappe ich mal. Der blaue Magier sagt nicht sofort, was der tut. Der schwarze schon mal gar nicht. Dimir sind die Farben. Blau, schwarz, Dimir. Wie Dimir, so ich denen. Ganz schlechter Witz, aber egal. Ja, okay, super. Ja. Dann du bist für einer 3. von denen. Ja, spiele ich noch ein Eidolon der Inspiration. Nein. Ich glaube, ich muss den jetzt nicht vorlesen, weil du ja weißt, was der macht, ne? Ja, ist klar. Julian drückt sie wieder vom Lesen, wie zu Hause. Eidolon der Inspiration. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zuge hält eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, plus 2 plus 0 in deinem Zuge. Sehr ganz toll. Mhm. Ja, genau. Super. Dann würde ich mal sagen, mache ich hier erstmal wieder plus 2. Mhm. Geht aber schon auf 5, 8, 9. Auf 9 schon. Das muss ich aber kurz überlegen. Überlegen. Ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, lege ich auf ihn eine Marke und noch auf die Chimäre. Mhm. So. Dann gehe ich in meinen Kampf. Toll. Und gebe ihm plus 2 plus 0 und ihm plus 2 plus 0. Mhm. Also den beiden Kreaturen, die angreifen können. Mhm. Und dann greife ich mal an. Ja, das ist natürlich sehr stark nachgelegt. Ich hau mir mal ein schwarzes Mana in meinen Pool rein und der Rest ist beliebig. Und dann kommt bei mir Spontanzauber mal der endgültige Tod. Spontanzauber schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil ihnchen hier. Ja? Warte. Was denn, warte? Ja, warte. Geht nicht. Nein, das geht nicht. Dann für einen spiele ich Karametras Segen. Eine Kreatur erhält plus 2 bis zu meines Zuges. Falls sie eine verzauberte oder eine Verzauberungskreatur ist, erhält sie außerdem Fluchsicherheit und Unzerstörbarkeit bis zu meines Zuges. Fluchsicherheit. Sie kann nicht getargetet werden. Boah, jetzt hat der auch eine Hand. Ne? Also, das müssen wir ganz kurz ins Deck erklären. Also, es ist so, das macht jetzt ja kein Programm automatisch, ne? Sondern er deklariert seine Angreifer und beide dürfen mit spontan Zaubern oder Effekten reagieren. Und ich lege den Effekt drauf, ich zerstöre seine Kreatur. Darauf reagiert er mit, ich mache meine Kreatur +2/+2, aber ich gebe ihr auch Unzerstörbarkeit und Fluchsicherheit. Und Fluchsicherheit heißt, sie kann nicht Ziel von Sprüchen oder Fähigkeiten werden, glaube ich. Ne? Die deine Gegner kontrollieren. Oder ich weiß es nicht, ob es jetzt nur für Gegner ist oder allgemein. Auf jeden Fall kommen von mir dann keine weiteren Effekte. Heißt, jetzt wird der Effektstapel abgehandelt. So, dann kommt zuerst sein Spruch. Karametra Segen, die Kreatur erhält +2/+2, ist dann jetzt wie groß? Die ist dann jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, und Fluchsicherheit und Zerstörbarkeit, da steht doch drauf, was Fluchsicherheit ist. Fähigkeiten, die deine Gegner kontrollieren, Schaden und Effekte, die zerstören, zerstören sie nicht. Ne? Ja. Mhm. Oder sie kann nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein, die deine Gegner kontrollieren. Genau. Ja, alles klar, das kann sie nicht sein. So, dann hat sie das, sie jetzt aber praktisch auch diesen Schutzmantel. Jetzt kommt mein Spruch und sagt, nee, sie kann sie nicht zum Ziel haben. Obwohl, ich habe sie doch schon gezielt, oder nicht? Ja, aber darauf habe ich ja reagiert. Okay.
Na gut, dann kann ich die nicht zum Ziel haben, dann fizzelt der. Und das hast du ja gerade erklärt, dass ja, ich darauf spiele ich, und dann... Ich denke, es ist auch so. Von dann, oben dann, dann, fizzelt der, dann fizzelt der. Genau. Ja, ne? Ja, der fizzelt. Sicher, dass es der fizzelt. Ist? Ich frage mich nur nicht, dass ich so... Aber ich könnte sie ja auch nicht zerstören. Ich würde sie ins Exil schicken oder so. Aber eigentlich, ich verstehe es auch so, dass... schreibt mal in die Kommentare, ob es ein Misplay ist. Es ist so richtig. Es ist so richtig. Okay. Dann kommt mein Effekt, der fizzelt, weil sie hat dieses Schutzschild. Richtig. Das heißt, mein Spruch zeigt keine Wirkung. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Bis auf 1. Schwach. Das ist ein schnelles Matchup für Weiß. Dann bist du. Und ich könnte ja gleich, wenn ich möchte, einmal in Kreaturen plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Immer richtig hart performen. Was denn einmal in Kreaturen plus 10 plus 10 geben und Flugfähigkeit so richtig drauf holen. Was das Deck denn so kann. Ja, mit einem Punkt, mit einem Punkt Leben fühlt man sich so ein bisschen schwach. Ja. Vor allem, wenn die eine Kreatur noch fliegt. Ne? Ja, gleich fliegen alle. Also das Ashiok-Deck kann definitiv mehr. Ich weiß das, dass es mehr kann. Das ist alles hier zu teuer. Du bist einfach diese Verstärker sind einfach zu gut gezogen. Nach dem Motto. Ich kann dir noch ein bisschen zeigen, was das Deck sonst machen könnte. Irgendwie, ich kann da ein bisschen was. Ja, was vielleicht legen. Kann ich ja nochmal drauf reagieren. Ja, aber. Ja, genau. Ja, das ist alles sinnlos. Ich lege mal einen Mystiker der Flutwellen, der 2-1. Und immer wenn der Mystiker der Flutwellen Schaden zufügt, legt ein Spieler seiner Wahl entsprechend viele Karten von oben seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Und dann möchte ich noch ganz gerne sagen, ich zahle ein blaues Mana und spreche Schlaf der Toten. Tappe eine Kreatur deiner Wahl. Sie enttappt nicht, wenn das nächste enttappt wird, wenn du das beherrschst. Diese Kreatur enttappt nicht nächstes Mal. Ja, okay. Leider kommt der Effekt trotzdem. Deswegen möchte ich das lieber der Kreatur geben. Diese Kreatur enttappt nächstes Mal nicht. Okay. Ja, und Befreiung hätte sie schickt drei andere Karten aus deinem Friedhof ins Exil. Habe ich aber keinen Mana für, sonst könnte ich es nochmal machen. Wird auch nicht alles wirklich helfen und dann kann ich mich mal schlachten lassen mit meinem Lebenspunkt. Oh, dann Na, die enttappt nicht. Aber sonst der Tablet. Hatte ich überhaupt eine Karte gezogen? Ich war so fair. Ja, doch, habe ich. Ja. Soll ich auch nochmal so zeigen, was ich kann? Zeig doch, was du kannst. Okay. Zeigst du doch gerade schon die ganze Zeit, oder ja, nicht? Ja, ich kann ja noch mehr. Ich kann ja noch mehr. Wäre jetzt nicht. Für 3 mache ich dann den. Ja, mach ich das? Zeig, was du kannst. Los, zeig schon, was du kannst. Ja, ich mach's einfach. Die angsteinflößende Apathie. Die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen oder blocken. Und für 3 Mana kannst du die verzauberte Kreatur noch ins Exil schicken. Ja. Super. Dann würde ich mal sagen, mache ich die Ulti. Geht sie auf 1, heißt also... Elspeth geht auf 1, ja. Genau, also bis zum Ende des Zuges halt meine Kreatur plus X und Flugfähigkeit, wobei X die Hingabe zu weiß ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meine Kreaturen halten jetzt alle plus 11, plus 11 und Flugfähigkeit. Dann möchte ich mit beiden angreifen. Ihm Bein plus 2 plus 0 geben für den Angriff. Ne? Okay, kannst du ja den blocken. Vermute ich mal. Und dann für 2. Der greift aber nicht an, ne? Ja, der greift nicht an. Dann spiele ich noch den Phalanx-Taktik. Phalanx-Taktik, genau. Spontan Zauber eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, L plus 2 plus 1 bis zum Ende des Zuges. Jede andere Kreatur, die du kontrollierst, L plus 1 plus 1 bis zum Ende des Zuges. Wollen wir mal kurz rechnen, wie viel Schaden das wären? Ja, rechne mal. Okay. Wenigstens rechnet der Junge dann mal. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19. Okay. 20. 21, 22. 23, 24, 25. 25 plus 10 sind 35. Also, und plus 1, dann 36. 36 Schaden. Bin ich ja froh, dass die nicht angegriffen hat. Ja. Ja, bin ich ein bisschen. Auf minus 35. Auf minus 35. So geht das. Ja, ich habe kurz. 1-0 ja. Für dich. Danke. Mega krass. Mein Deck hat gar nichts gezeigt. Deins war einfach zu heftig, viel zu heftig. Danke. Du bist jetzt mega lucky, glaube ich. Einfach.
Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich mich jetzt hier vom Stuhl fallen lasse, aber würde mich noch verletzen. Wir wollen ja noch ein Rematch machen. Definitiv, es wird ja 3 Duelle geben insgesamt, auch wenn das jetzt mal ziemlich schnell war. Und wir werden zeigen, Ashiok kommt zurück. Ne? Ashiok nimmt Rache. Okay, aber ich muss sagen, Respekt, Mann. Danke. Das war der größte Schaden, den du in einem Duellvideo mir je zugewiesen hast. Kann sein. Ja, definitiv. Ich hatte auch noch einen Hublied. Also so gut hast du noch nie performt. Danke. Ja. Ah, jetzt fühle ich mich geschmeichelt. Nächstes Mal nicht mehr Stack modulieren. Ne? Nächstes Mal. Nicht ja, mehr. Genau. Witzig. Nein, Stack nicht. Alles klar. Gut, okay. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Das konnten wir auf jeden Fall mal zeigen, was das Elspeth-Deck so kann. Ne? Ja. Also für ein Constructed, für ein Pre-Constructed-Deck. Hat das erstmal richtig drauf und es sind ja noch 2 Booster drin. Man kann das Deck ja noch weiter tunen, aber das war schon gut. Aber die Rache folgt auf dem Fuße. Wir sehen uns in Duell 2, Leute. Ich hoffe, es gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen oben und dann sehen wir uns beim Rematch. Genau. Tschüss. Ciao.